Herzlich willkommen im Airstream von Salzburger Nachrichten und Bongauer Nachrichten. Die Rollen der Redaktion macht Halt in Bad Gastein. Wir stehen hier 2 Tage lang am Kongressplatz. Bei mir zu Gast ist jetzt Christian Klammer. Er ist Lokführer der Dauernschleuse. Grüß Gott, Herr Klammer. Grüße. Schön, dass Sie Zeit haben. Was machen denn Sie jetzt während der Sperre? Wir haben jetzt erfahren, die Dauernschleuse sperrt oder wird geschlossen für 8 Monate, weil es saniert wird. Und Sie als Lokführer, was werden Sie in der Zeit zu tun haben? Es gibt eine Plangestaltung auf Ihrer Dienststelle und auf Ihrer Örtlichkeit, wo sich Lokführer bewegen. Und in dem Sinne ist es so, dass wir nicht nur die Dauernschleuse fahren, sondern logischerweise auch im Schnellbahnverkehr eingesetzt werden oder auch im Güterzugverkehr. Und natürlich hat man sich früh genug darauf vorbereitet, auch für diese Situation jetzt der Dauernsperre auch wirklich Leistung zu verschieben und aufzutreiben, dass die Lokführer auch logischerweise auch wieder ihre Arbeit fortsetzen können. Okay, Sie sind nicht beurlaubt, da jetzt 8 Monate. Nein. Und es ist doch auch so, oder, dass wenn man eine Schicht hat, dass man dann zwar entweder nur Dauernschleuse fährt oder Freilandstrecke oder immer. Das ist immer so, unabhängig davon, ob die jetzt gerade gesperrt ist oder nicht. Genau, aber es gibt in der Plangestaltung auch Schichten, so wie heute zum Beispiel. Ich bin heute auch im Dienst gewesen und es ist so, dass man auch kombinierte Schichten mit Schnellbahnverkehr und der Dauernschleuse hat. Also da ist es so, wie es im Plan gezeichnet ist, wird es dann auch abgehandelt, im planmäßigen Verlauf. Ja, unabhängig davon, ob jetzt gerade saniert wird oder nicht. Genau, und wir haben aber auch Schichten, wo im Prinzip nur die Dauernschleuse bedient wird vom Lokführer. Okay, und wenn Sie als Lokführer jetzt so eine Schicht fahren, wie oft fahren Sie da hin und her jetzt zwischen Böckstein und Malnitz? Also es ist so, dass wir in der Schichtgestaltung bei der Dauernschleuse auch logischerweise an gesetzliche Arbeitszeiten auch die Rücksicht nehmen müssen. Und das ist aber schon so eingearbeitet, aber im Maximalfall würde es auf 8-mal hin und her kommen. Ja, dass man wirklich, also man darf maximal eben diese 9 Fahrzeitstunden am Tag im Prinzip insgesamt ausnutzen und dann sind wir eigentlich bei 8-mal. Okay. 16-mal durch den Tunnel, wenn wir so haben. Ja, eigentlich Wahnsinn. Ja. Und wie viele Fußkilometer bringt man da zusammen? Weil ich stelle mir das so vor, du musst ja dann immer von einem Zugende zum anderen und dann geht es wieder die Strecke zurück. Also egal, ob auf der Böckstimmer Seite oder auf der Malnitzer Seite, im Prinzip geht man bei jeder Fahrt den Zug ab und man besetzt den jeweiligen Führerstand in diese Richtung, man dann wieder losfährt. Ja. Also im Prinzip hat dieser Zug an die 370 Meter in etwa. Und wenn man das mal 8 mal 16 hochrechnet, je nachdem, was man für eine Schicht hat, dann kommen schon einige Kilometer und einige Schritte zusammen. Ja, da spürt man die Füße dann am Abend, oder? Das macht aber auch Spaß. Ja. Man unterhält sich zwischendurch auch mal mit einem Fahrgast oder mit Fahrgästen und logischerweise auch schaut man, dass im Prinzip die Gegebenheiten am Zug passen. Und da kommen wir schon ganz gut über den Tag. Ja. Okay, weil das wäre eh meine nächste Frage gewesen. Wie ist das von der Arbeit her? Ist das nicht im Vergleich zu einer Freilandstrecke recht monoton? Ja, es ist bei uns so, dass man doch, egal welche Zugattung dass man gerade fährt, wirklich einfach die Aufmerksamkeit wirklich auf die Fahrt richtet und auf die Instrumente, auf das Fahrzeug und logischerweise auch diesen Sicherheitsaspekt auch immer im Hintergrund hat. Und dann ist es eigentlich nicht monoton, weil eigentlich der Lokführer sehr viele Aufgaben auch während der Fahrt zu erledigen hat, die jetzt nicht nur was Beschleunigen und Bremsen bedeuten, sondern auch wirklich das Fahrzeug im Griff haben und das Fahrzeug auch wirklich in Beobachtung haben. Ja, und Sie meinen, da bleibt eh nicht viel Zeit zum Landschaft anschauen. Wenig. Ja, das denke ich mal. Sie haben gesagt, Sie üben den Beruf ja schon ein paar Jährchen aus. Haben Sie mal irgendein besonderes Erlebnis gehabt im Verkehr zwischen Böckstein und Malnitz durch diese ÖBB-Dauernschleuse? Ja, was immer eine Herausforderung ist, sind da die Witterungsverhältnisse logischerweise auf beiden Seiten. Also das, so wenn, es ist oft ganz schräg, dass man zum Beispiel auf der Kärntner Seite noch vielleicht grün hat, was die Wiesen und Wälder betrifft und im Böckstein schon Schnee liegt oder auch umgekehrt. Also man sollte immer ganz gut ausgerüstet sein, also auch wintertechnisch, so wie jetzt, kommt diese Zeit, wo man natürlich auch schauen muss, dass man sich witterungstechnisch so ausrüstet, dass man diesen Dienst und diesen Job auch gut erledigen kann. Ja. Ja. Also, aber es gibt immer wieder Erlebnisse auch mit Fahrgästen und man muss immer, sag ich mal, ein Auge wirklich bei der Arbeit haben und beim Zug haben. Es gibt die schrägsten Erlebnisse eigentlich,
speziell auch oft mit Fahrgästen. Ja. Jetzt ist ja auch so, dass wir viele Radfahrer hier am Weg ich haben. Ich wollte gerade sagen, das Klientel hat sich ja über die Jahre ein bisschen genau verändert. Genau so ist es ja, was sehr positiv ist, aber die Entwicklung hier mit dem Alpe Adria Fahrradweg. Aber wie gesagt, es bringt immer Herausforderungen mit, die auch logischerweise das Zugpersonal dann auch abarbeiten muss. Mhm. Ja. Jetzt war ja im Vorfeld der Sperre der ÖBB Tauernschleuse viel davon die Rede, dass es Feuchtigkeitseintritte gegeben hat oder Korrosion. Also das sind halt so die Gründe, die angeführt worden sind. Was davon nimmt man da als Lokführer wahr und wie äußert sich das? Als Lokführer hat man im Prinzip, wenn Traktion abgegeben wird und die Schienenverhältnisse feucht sind, so wie es ab und zu vorkommt, das hat aber jetzt nicht unbedingt nur mit dem Tunnel zu tun, sondern das kann ja auch auf offener Strecke passieren, dass Regen einsetzt, Nieselregen einsetzt. Dann ist es natürlich so, wenn Metall sich auf Metall bewegt, dass natürlich die Schienenverhältnisse sich in kürzester Zeit verschlechtern. Und dann gibt es natürlich wirklich ist es eine technische Herausforderung, diese Züge dann auch wirklich über diese Steilstrecke zu bringen. Gell? Mhm. Und im Tunnel ist es natürlich so, dass die Witterungsverhältnisse schon eine Rolle spielen. Speziell am Südportal und am Nordportal gibt es dann auch Eisbildung und. Also da sind wir aber in ganz guter Verständigung mit den Fahrdienstleitern und logischerweise auch mit dem Infrastrukturpersonal, dass man diese, sage ich mal, Geschichten auch wieder entfernt, dass man einen sicherheitsrelevanten Ablauf wieder hat im Betrieb. Gell? Und wie ist denn das jetzt bei diesen Schichtdiensten? Also suchen Sie sich das als Lokführer aus, ob Sie da oben fahren wollen im Bereich der Tauernschleuse oder wird das rein zugeteilt? Und wenn ja, wenn man sich das aussuchen kann, wer macht denn das vorwiegend gern? Bei uns ist es so, also mit Aussuchen ist es nicht so. Es gibt, wie gesagt, wie wir schon vorher angesprochen haben, eine Plangestaltung. Und auf der Dienststelle, auf der ich fahre, in Kärnten, im Spital, sind wir so in etwa gut 30 Lokführer. Und diese Pläne werden im Vorhinein gezeichnet und dann gibt es natürlich noch Verbesserungen im Ablauf. Also die Lokführer selber haben auch ein gewisses Mitspracherecht, wie sie sich dann eben die Schichten legen. Und im Prinzip geht es darum, dass diese Züge, die geplant sind, auch wirklich dann zur rechten Zeit in Betrieb gesetzt werden und diese Arbeit erledigt wird. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Ja. Wir haben da so Planvertrauensleute, die da auf jeder Dienststelle auch ihre Arbeit mit einbringen, das funktioniert gut. Aber da gibt es jetzt nicht spezielle Kandidaten aus dem Team oder so, die besonders gern diese Strecke fahren, oder schon? Es gibt Lokführer, die wirklich gern auf der Tauernschleuse fahren und sagen, ach, das könnte man auch noch öfters vorstellen. Mhm. Aber es ist schon so in einer Regelmäßigkeit in die Pläne eingearbeitet, ja. Dass es eben nicht zu monoton wird, wie okay. Sie es angesprochen haben. Ja. Gut. Und was wird aus Lokführersicht jetzt besser nach dem Umbau? Ja, logischerweise, jede Verbesserung, die in die Infrastruktur läuft, bringt natürlich einiges mit sich. Also ich denke, dass die Sicherheit im Tunnel sich noch einmal erhöhen wird, dass natürlich diese Stellen, die feucht waren, dass das alles natürlich dann im Prinzip der Vergangenheit angehört. Und logischerweise ist es auch immer so, die Fahrzeuge und die Streckenbeschaffung geben auch das vor, was die Laufruhe von diesen Geräten betrifft. Und eine Strecke, die neu gebaut wird oder eine Strecke, die saniert wird, ist natürlich von der Befahrbarkeit her natürlich immer dann optimal. Mhm. Ja. Das spürt man dann auch direkt. Ja, also auf einer Neubaustrecke spürt man das eigentlich schon. Macht dann mehr Spaß wieder. Das macht immer Spaß. Sie wissen es ja so gut wie wir alle. Es ist ja auch ständig in den Medien, wir haben einen Fachkräftemangel, die ÖBB suchen ja auch viel Personal. Würden Sie Ihren Beruf als Lokführer weiterempfehlen am jungen Menschen? Ja, unbedingt. Also das passiert auch ständig. Also wir sind auch ständig im Austausch, auch im privaten Bereich mit jungen Menschen. Und wenn wir wissen, dass ein junger Mensch wirklich in diese Richtung gehen will, dann kann man da schon auch noch im Prinzip noch unterstützen zu eingreifen und sagen, wo kann man sich bewerben und stellt vielleicht den Beruf etwas vor. Es gibt auch die Möglichkeit einer Mitfahrgelegenheit, dass man sich wirklich das einmal vor Ort anschaut. Aha. Und ich denke, ja, das wird schon praktiziert auch bei uns und logischerweise gibt es immer wieder junge Leute, die sich dann noch für diesen Beruf begeistern können und in späterer Folge nach der Ausbildung auch ausüben. Ja, dann hoffen wir, dass das so bleibt und dass Sie weiterhin genügend Lokführer finden. Ja, das haben wir selbst auch, ja. Das sage ich also nicht ganz aus dem Eigeninteresse heraus, also nicht zuletzt aus dem Eigeninteresse heraus, weil die Zugfahrer werden ja hoffentlich mehr in Zukunft. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen, Herr Klammer. Und verabschiede mich gleichzeitig bei Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Schauen Sie wieder rein, wenn es heißt SN auf Tour. Beim nächsten Mal dann vielleicht schon aus Ihrer Gemeinde.